Hallo liebe Grillfreunde, heute gibt es bei mir was von der Grillplatte hier. Und zwar mache ich einen Burger. Und mit was für Zutaten und wie ich ihn gemacht habe, das zeige ich euch in der heutigen Folge von Barbecue aus Baden. Viel Spaß dabei! So, heute gibt es bei mir, wie vorhin schon erwähnt, einen Burger. Dazu brauche ich natürlich verschiedene Zutaten. Der Hauptdarsteller ist nicht immer dasselbe. Das sind jetzt 750 Gramm Rinderhackfleisch. Dann brauche ich Zwiebeln, die habe ich so in Scheiben geschnitten. Bacon darf natürlich überhaupt nicht fehlen. Dann brauche ich Camembert, ich brauche Cheddar, ich brauche Dolly Sauce. Dann habe ich hier Barbecue Sauce, da war ich vor kurzem auf der Barbecue-Messe in Offenburg, da habe ich die bekommen zum Probieren, genauso wie die Dolly Sauce. Dann des Weiteren brauche ich ein Ei, Maronen, die habe ich schon mal geviertelt, und dann brauche ich von Hanse Gewürze den Bio Barbecue The Old Gold Rub. Das ist ein kleines Gewürzunternehmen, da war ich auch auf der Barbecue-Messe in Offenburg, da haben wir mal so Tastings gekocht. Und die sind wirklich sehr ausgewogen, die Rubs. Ich habe sie ja zum großen Teil testen dürfen. Also wie gesagt, wenn ihr mal wirklich Bio-Qualität haben wollt, geht zu Hanse Gewürze auf die Facebook-Seite oder auf die Verkaufsseite von denen. Da bekommt ihr alle die Rubs. Die haben nämlich nicht nur Rubs, sondern auch normale Gewürze. Und es ist immer gut, auch kleine Unternehmen zu unterstützen. So, das war's jetzt. Bis dahin. Und ich beginne jetzt einfach mal das Hackfleisch, wie gesagt, mit dem Rub. Noch ich mal ein paar Löffel dran mache. Gut, was ich vorhin vergessen habe, natürlich kommt bei mir auch Salat mit auf den Burger. Den habe ich natürlich nicht gezeigt, aber das seht ihr ja nachher dann alles. Wenn ich das Hackfleisch gewürzt habe, dann werde ich es füllen mit dem Camembert, was ihr vorhin gesehen habt. Und natürlich brauche ich unsere selbstgebackenen Burger Buns. Also ich muss sagen, ich bin jetzt kein Fan von ungewürztem Hackfleisch. Ich habe das auch schon oft gesehen, dass es dann nach dem Braten mit Salz gewürzt wird. Ja, kann man machen, muss man aber auch nicht. Ich bin eher einer, der gern Geschmack vorher schon ans Fleisch gibt. So, ich werde jetzt noch das Ganze abschmecken, und wenn ich es abgeschmeckt habe, dann hole ich euch wieder zum Füllen mit dazu. Die Hackfleischmasse habe ich jetzt fertig gewürzt und habe sie schon mal gewogen. Da hat jeder Bollen 150 Gramm. Einen habe ich schon mal gemacht und habe festgestellt, ich habe den Ton gar nicht angeschalten. Passiert. Jetzt machen wir es nochmal. Also wie gesagt, 150 Gramm. Das tut das erste Mal zu so einer gleichmäßigen, ja gleichmäßig nicht, aber zu einer schönen runden Kugelform. Am besten guckt er, dass wenig Luft im Hackfleisch ist. Drücken wir das ein bisschen. Kommt unsere Scheibe Käse da rein. Müsste man das halt wieder umklappen, dass es ringsrum geschlossen ist, so wie hier. Dann formen wir wieder eine Kugel. So, drücken wir wieder platt. Und dann kommt hier unsere Burgerpresse ins Spiel. Da habe ich so Glasfolie reingelegt, dass es da einfach nicht so arg versaut. Drückt das ein bisschen an. Glasfolie drüber. Pressen wir das Ganze. So. Wunderbar, hole das Ganze hier raus. Gerade kippen. So. Gehen wir so ein bisschen nacharbeiten, wenn die Rundungen ein bisschen auf sind. Sieht es aber hervorragend aus, oder? Alles verschlossen. Jetzt mache ich noch einer. Die anderen zwei, die lasse ich ohne Füllung, weil ja. Manche mögen das nicht, mit Camembert zum Beispiel, meine Tochter, die mag das nicht. Und deswegen zwei Stück ohne Camembert-Füllung. Und wenn ich die gemacht habe, dann sehen wir uns draußen an meiner Grillplatte wieder. So, wie ihr seht, ist meine Grillplatte inzwischen richtig heiß. Ich beginne jetzt einfach mal mit den Zwiebeln. Die lege ich mal da an den Rand. So.
Das ist das Schöne an so einer Grillplatte, dass ihr verschiedene Temperaturzonen habt. So, die muss man schön auseinanderfächern. So. Nicht so nah ans Feuer. Sonst sind es eure Zwiebeln sind sonst ruckzuck schwarz. Mache ich noch ein bisschen Öl drüber. Das ist Sonnenblumenöl. Ist einfach von der Hitze her ein bisschen unempfindlicher. Könnt ihr heißer braten. So, jetzt tun wir die Rindfleischpatties auch mit drauflegen. Da muss ich allerdings aufpassen, dass ich es nicht durcheinander bringt. Die mit und ohne Camembert. So, jetzt tun wir das mal kurz ein bisschen einpinseln. Jetzt machen wir erst einmal die zwei ohne. Die legen wir da hin. Die anderen, die legen wir hier. Ich streiche die immer noch ein bisschen oben drauf dann ein. Wenn das sie dann dreht, dann müsst ihr die Platte nämlich fetten. So. Jetzt kommen die drei mit Camembert-Füllung. Hitze ist locker ausreichend, ist schon Mordshitze hier. Und ja, zu den Rindfleisch-Patties. Ich bin jetzt keiner von der Sorte, der die Patties rosa oder noch, weiß ich, manche machen ja nur 52 Grad. Ja, nee, bei mir sind die dann auch durchgegart. Ich bin jetzt kein Hackfleisch-Rosa-Esser. Aber das kann jeder für sich entscheiden, wie er es gerne haben möchte. Und wir schauen mal, ob wir schon ein bisschen Kruste haben. Jupp. Schaut euch mal das an. Hervorragend, oder? Und wenn sie ausreichend Röstaromen haben, dann ziehen wir sie gerade hier da in den indirekten Bereich. Indirekten Bereich, nicht einfach in den kühleren Bereich. Ach, das macht so viel Spaß. Schaut euch mal das an. Gut, wer will, kann natürlich die Zwiebeln ein bisschen würzen, ein bisschen Salz dran, ein bisschen Pfeffer dran, ein bisschen Zucker dran, dann karamellisieren die Zwiebeln. Allerdings, ich mache das heute nicht, weil die Barbecue-Soße einen Cola-Geschmack hat, da ist schon ausreichend Zucker dran und ich brauche es wirklich nicht dann noch süßer. So, als nächstes kommt der Bacon noch drauf. Der kann ruhig so am Rand ein bisschen mitbraten. Und ich habe einfach mal ein paar Scheiben darunter gezogen, weil es doch sehr dünn geschnitten ist. Und ja, dann ist es schwierig, die Scheibchen für Scheibchen auseinanderzuziehen. Und deswegen mache ich gerade so, ja, 3-4 Scheiben sind es alles, die zusammen sind. Und ihr seht ja, es ist ausreichend, hier den Bacon zu positionieren. So, auch die Zwiebel bekommen langsam ihre gewünschte Farbe. Oder meine gewünschte Farbe. Auch hier muss man ab und zu mal schauen. Jawohl, schaut euch das an. Boah, ist das nicht herrlich. Also wie ihr seht, habe ich jetzt alles mal an die Seite gezogen. Den Speck, den habe ich schon mal runter von der Platte. Den habe ich auf so einen Sewa gelegt und der kann da einfach noch so ein bisschen, ich sag's nochmal, entfetten. So, was ich jetzt noch mache, jetzt kommen meine Maronen ins Spiel. Die tue ich jetzt auch ein bisschen mit anbraten. Und wenn die schön angebraten sind, dann werde ich Folgendes machen. Ich werde sie dritteln und da kommt dann jeweils ein Spiegelei drüber. Ich denke mal, ich brauche da auch gar nicht viel Öl. Ah, sieht hervorragend aus. Am Ende muss man die Zwiebeln einfach mal rumdrehen, aber ihr seht ja, was die für eine tolle Farbe angenommen haben. Komm mal rum um die Platte. Die Maronen müssen ja nur heiß werden. Die müssen ja nicht verbrennen oder irgendwelche großen Röstaromen annehmen. So, allerdings muss ich sagen, habe ich hier ein bisschen mehr Hitze. Jetzt ziehe ich das alles einfach mal darüber. Und ich sage euch eins, das duftet hier draußen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der absolute Hammer. So ein bisschen Öl brauche ich doch noch, habe ich festgestellt. Wende man das noch kurz, ihr seht, hervorragende Röstaromen, nimmt das auch der schon an. Ich wollte eigentlich nicht so arg, aber jetzt dritteln wir das Ganze einfach. Vielleicht fast zu viel für ein Spiegelei. Machen wir ein bisschen weniger. Das lassen wir mal hier. Wer noch will, kann sich dann so noch ein bisschen auf den Burger drauf packen. So, jetzt kommen sie ins Spiel. Unsere Eier von glücklichen Hühnern. So, da tun wir
das alles so drauf bleibt. Ich denke schon. Nur das Eiweiß ein bisschen einfangen. So, meine Burger Buns. Ich tue hier ein bisschen aufknuspern, dass die einfach noch ein bisschen Röstaromen bekommen. Dann schmeckt es einfach ein bisschen besser. Ja, also bis hierhin muss ich sagen, bin ich wie immer, wenn ich mit der Grillplatte arbeite, absolut begeistert. Ich denke mal so in den nächsten 4 bis 5 Minuten können wir anfangen. Bis hierhin war es das. Ich hole das jetzt alles vom Grill runter und dann sehen wir uns drin zum Anrichten. So, eins habe ich natürlich total vergessen. Ich habe ja auch noch Cheddar. Den bringen wir jetzt ein bisschen zum Schmelzen. Hätte ich fast vergessen, den guten Cheddar. Ich nehme immer gern Cheddar, weil der halt einfach schnell verläuft und so soll es eigentlich auch sein. So, aber das war es jetzt auch hier draußen. Ich sammle jetzt alles ein und dann geht es wirklich jetzt auch drin weiter. So, jetzt bauen wir mal das 8 Stück zusammen. Ich habe hier ja ein bisschen was Grünes, Blättchen Salat, darf natürlich nicht fehlen. Dann kommt meine Dolly-Soße ins Spiel. Oh, darf man nicht zu wenig drauf machen. Als nächstes mache ich ein paar von den leckeren Zwiebeln drauf. Das ist mal ein Anblick. Jetzt kommt unser gefülltes Rindfleisch-Patty drauf. Als nächstes kommt unsere Barbecue-Soße drüber. Guckt euch mal das an. Jetzt kommen unsere Bacon-Streifen drüber. Und zum Abschluss unser Spiegelei. Der Spezialburger nach Barbecue aus Badenart. Ich kann es euch jetzt schon sagen, den kann man wahrscheinlich so nicht essen. Ich probiere es trotzdem nachher. Ihr werdet mit dabei sein. So, Freunde, jetzt geht's los hier. Da ist ja das Prachtstück. Anaconda-Modus. Da sind wir. Gibt eine Riesensauerei, aber. Oh, ist das lecker. Der absolute Wahnsinn. Eine Geschmacksbombe. Das könnt ihr euch vorstellen. Mit den Maronen, dem Ei, dem Speck, dem gefüllten Rindfleisch-Patty. Leute, wisst ihr was? Mach's mal nach. Das ist der absolute Hammer. Ich gehe jetzt rein. Ess drin weiter, weil ihr seht das selber. Es schmeckt unheimlich gut, ich mag Sauerei. Aber gerade egal. So ist halt, wenn man Burger isst. Und wenn es euch gefallen hat und ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, könnt ihr das jetzt gerne nachholen. Würde mich riesig freuen drüber. Kommentiert meine Videos, teilt sie. Würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ich bin raus, euer Thomas. Ciao, ciao.